Plant ihr Strategien? Ich versuche mir vorzustellen, wie es einmal aussehen wird. Das alles gehörte einst zum Reich von Tevinter. Andraste hat das geändert, ebenso wie die Verderbnisse. Doch was als nächstes kommt? Wer weiß schon, wie der Plan des Erbauers aussieht. Habt ihr denn keine eigenen Vorstellungen? Ich weiß, dass ich eine Welt will, in der die Leute auf die Kirche vertrauen und in der dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Ich will Respekt vor Traditionen, aber keine Angst vor Veränderungen. Ich will, dass vergangenes Unrecht wieder gut gemacht, aber nicht gerecht wird. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, ob irgendetwas davon richtig ist, nur weil ich es will. Selbst wenn diese Ziele nicht richtig sind, so sind sie doch zweifelsohne bewundernswert. Nicht alle würden dem zustimmen. Einige würden es Ketzerei nennen. Für mich klang es nicht wie die Hetzreden einer Ketzerin, Cassandra. Das mag sein, aber es kostet nur wenig Mühe, selbst einen Akt des Mitgefühls als schändliche Tat auszulegen. Verratet mir etwas. Wovon lasst ihr euch leiten? Ihr trefft Entscheidungen, die die Welt verändern. Und doch scheint ihr euch immer so sicher zu sein. Ich wünschte, ich hätte euer Selbstvertrauen. Das klingt beinahe, als würdet ihr mich bewundern. Das tue ich auch. Mag sein, dass ich nicht jede eurer Entscheidungen gutheiße, aber wie viele könnten das tun, was ihr getan habt? Ihr wart ein Gefangener, angeklagt und geschmäht. Doch seid ihr aus jeglichen Prüfungen siegreich hervorgegangen. Die Gunst des Erbauers macht euch nicht unsterblich. Ob ihr lebt oder sterbt, hängt von euch selbst ab. Das verdient Bewunderung. Ich folge dem, was mir mein Gewissen sagt. Dann scheint sich euer Gewissen klarer auszudrücken als das meine. Das bezweifle ich, aber ich gebe mein Bestes. Hätte mir jemand bei unserer ersten Begegnung gesagt, dass ich eines Tages froh sein würde, euch folgen zu dürfen, hätte ich ihn erwürgt. Aber genau das bin ich. Der Erbauer hat eine gute Wahl getroffen. Ich hoffe, wir können einander als Freunde bezeichnen. Das hoffe ich auch. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Inquisitor. Und wo immer er uns auch hinführen mag, ich bin froh, dass ihr hier seid.